Warum sind Leute dermaßen dumm? Und Leute sind dumm. Da gab es bei uns in Bremen die Demo für alle. Gab es die bei euch auch hier? Bestimmt, ganz überall. Demo für alle. Ich habe das Plakat gesehen und sofort gedacht, geil, da gehen wir auf jeden Fall hin. Keine Ahnung, was das ist, aber die Idee ist genial. Wir machen eine Demo. Für wen denn? Alle. Ich sofort die Kinder, meine Frau eingepackt. Geil, lass uns doch da hin. Und dann war ich da und habe ich sehr schnell gemerkt, das ist nicht für alle. Falls man die nicht kennt, die Demo für alle wird organisiert von heterosexuellen Pärchen. Für heterosexuelle Pärchen. Mit der Aussage, dass es nichts geben soll, außer heterosexuelle Pärchen. Ist jetzt nicht für alle. Und dann waren wir auf der Gegendemo. Sehr viel angenehmere Leute, muss ich sagen. Und die Forderung der Demo für alle ist ja auch nicht, dass sie sagen, niemand darf homosexuell sein. Das kannst du nicht fordern. Deren Forderung ist zum Beispiel, dass man auf keinen Fall Kindern in der Schule, weder in der ersten noch bis zur 13. Klasse erzählen sollte, dass es Menschen da draußen gibt, die homosexuell sind. So, weil wenn man den Kindern das erzählt, wenn ihr das unseren Kindern erzählt, dann werden die vielleicht auch homosexuell. Und das ist das mit Abstand stupideste, was ich jemals gehört habe. Homosexualität, das ist nicht, das überträgt sich nicht durch stille Post. Das ist nicht... Das ist nicht, wie das kommt. Was ist denn los bei dir? In der scheiß Schule. Diggi, wir haben eine Menge gelernt über Waschbären. Ich bin kein Waschbär geworden. So ist nicht, wie das funktioniert. Leute sind dumm. Und unser Problem ist, dass wir immer noch sagen, ja, aber das ist einfach eine Meinung. Nein! Wir müssen aufhören, an dieser Meinungsfreiheit zu arbeiten. Das ist das höchste Gut. Vieles ist keine Meinung. Vieles ist sehr dumm. Einige Leute sind irre. Der prozentuale Anteil der deutschen Gesellschaft, der davon ausgeht, dass die Erde eine Scheibe ist, steigt. Warum hauen wir die nicht? Ab wann ist das denn unsere Schuld? Immer mehr Leute. Immer mehr Leute sitzen vor einem Globus und denken sich, das passt vorne und hinten nicht. Und klar, man hört das und denkt, ja, aber das sind lustige Irre. Klar, alle Irren sind am Anfang lustig. Der erste Reichsbürger muss der Shit gewesen sein.